Dezember, sehr kalt ist es geworden. Wir hatten schon den ersten Schnee, liegt noch ein bisschen was hier rum. Und ich bin heute an einem ganz kleinen Fluss unterwegs und möchte mir gerne einen Dezemberhecht fangen. Dabei habe ich Doppelschwanztwister in verschiedensten Größen, Farben, Formen, Ausführungen, weil ich euch zeigen möchte, was das für geile Hechtköder sind. Los geht's! Fisch. Jo. Jo. Der Doppelschwanztwister mit der Magnetbefestigung hat jetzt ausgezeichnet funktioniert. Ich mache weiter, vielleicht ist noch ein anderer da. An vielen Stellen hat der Fluss schon Randeis und es ist auch sehr kalt. Wir haben etwa minus 3 Grad. Die Schnur friert mir immer wieder in den Ringen ein. Und ich bin auch wirklich der einzige Verrückte, der hier unterwegs ist. Ich habe heute tatsächlich noch keinen anderen Menschen gesehen. Ich habe keine Spaziergänger gesehen, geschweige denn einen anderen Angler. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die Bedingungen zum Spinnfischen auf Hecht sicher nicht ideal sind. An solchen Tagen mit Randeis, mit sehr viel Kälte im Winter, da ist das Spinnfischen auf Hecht häufig eine Geschichte, bei der man schneidert. Passiert mir auch sehr häufig, ist halt so. Trotzdem braucht man ja irgendwoher die Motivation, es zu versuchen. Also morgens aufzustehen, ans Wasser zu gehen und hier Strecke zu machen. Auch wenn die Erfolgsaussichten vielleicht nicht die besten sind. Und einen großen Teil meiner Motivation ziehe ich wirklich aus den Ködern. Ich weiß, mit den Doppelschwanztwistern und egal mit welchen, habe ich immer einen Köder dabei, der definitiv Fisch fängt. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man rausgeht und die Chancen stehen schon nicht so gut, dass man zumindest einen Köder hat, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Und die Doppelschwanztwister sind mein 100% Hechtköder. Und der nächste Hecht. Das war der zweite Streich, der zweite Hecht ist gefangen. Nachdem der erste untermaßig war, hat es jetzt mit ein bisschen besseren geklappt, 70 cm. Und ein maßiger Hecht ist gleichzeitig das Fanglimit hier an diesem Gewässer. Damit bin ich an so einem Dezembervormittag vollauf zufrieden. Ich möchte euch aber noch ein bisschen was zu diesen Doppelschwanztwistern erklären. Welche Modelle es gibt, welche gut sind, welche Möglichkeiten es gibt, die zu montieren und wie man damit angelt. Das Ganze möchte ich euch aber gerne in der warmen Stube erklären. Deshalb, ich fahre jetzt heim und dann sehen wir uns sofort wieder. So, angekommen in der warmen Stube möchte ich euch gerne noch ein bisschen was zu diesen Doppelschwanztwistern erzählen. Und die erste Frage ist natürlich, welche Doppelschwanztwister gibt es überhaupt? Ich habe 4 verschiedene Typen im Einsatz. Zum ersten den Pike Collector von Balzer Shirasu, dann den Twinler von Quantum, den Giant Flapper von Spro und den Double Trouble von Mad Cat. Und welche Unterschiede es zwischen diesen einzelnen Doppelschwanztwistern gibt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Den Anfang möchte ich gleich mit dem Köder machen, mit dem ich heute die Hechte gefangen habe.
Das ist der Pie Collector von Shirasu in einer Länge von 15 cm. Die gibt es auch noch in anderen Größen, zum Beispiel hier in 20 cm oder hier noch in einer kleineren Größe. Und wenn man sich diesen Köder anschaut, dann fällt auf, dass der Körper sehr, sehr flach ist. Also nicht kreisrund, sondern flach gehalten. Dadurch hat er einfach sehr viel Auflagefläche im Wasser und sinkt sehr langsam ab. Die Twisterschwänze sind extrem dünn und haben außen außerdem eine ganz kleine Kante aufgesetzt. Das bewirkt, dass dieser Köder bei geringstem Zug bereits das Arbeiten beginnt. Die Twisterschwänze, sobald sich der Köder irgendwie nur ein bisschen bewegt, arbeiten die Twisterschwänze. Dadurch kann man den Köder extremst langsam angeln und ja, das kommt mir natürlich im Winter sehr entgegen. Diese 15 cm Variante, die setze ich sehr, sehr gerne ein, weil es einfach meiner persönlichen Angelsituation sehr nahe kommt. Dieser Köder ist relativ leicht für einen Doppelschwanztwister. Der wiegt nur 25 Gramm. Wenn ich da einen leichten Bleikopf hinmache, vielleicht von 5 Gramm, dann kann ich den mit einer ganz normalen 10 bis 40 Gramm Spinnrute jederzeit noch angeln. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, der passt einfach sehr gut ins Beutespektrum der Hechte, die ich beangle. Ihr habt es ja gesehen, ich angle an kleineren Flüssen und so. Da fängt mir jetzt nicht jeden Tag 1,20 Meter Hecht, aber so die 60er, 70er, vielleicht mal 80er Hechte, da funktioniert der einfach ausgezeichnet. Was an dem Köder noch ganz nett ist, man kann ihn auch umgedreht angeln. Was bedeutet das? Naja, so ist der Köder richtig rum, also die braune Seite oben, die grüne Seite unten, ne? Mit dem ich gefangen habe, da habe ich es aber genau andersrum gemacht. Also man kann den Köder beidseitig angeln und hat so quasi zwei Farbvarianten zur Verfügung. Hier haben wir jetzt nochmal ein anderes Farbdekor von diesem Pike Collector in 15 cm mit gelben Twisterschwänzen. Und mit dem hier habe ich nicht nur gut Hecht gefangen, sondern auch schon richtig, richtig dicke Zander. Und das ist definitiv ein Köder für große Zander. Also ich habe noch keinen Zander darauf gefangen, der kleiner wäre als 70 cm. Der wird aber nicht gechickt, sondern einfach wie beim Hechtangeln durchgeleiert und immer wieder knallt da auch mal ein richtiger Zander drauf. Und an dem Köder sieht man eigentlich auch ganz schön die Schwachstelle von diesem Köder. Dadurch, dass die Twisterschwänze hinten so extrem dünn sind, gehen die natürlich auch sehr leicht kaputt, wenn da mal ein Hecht drauf beißt und der hier ist schon ganz ordentlich zerrupft. Ja, den muss man halt irgendwann dann mal austauschen, aber solange die Köder von Fischen kaputt gemacht werden, ist ja alles in Ordnung. Der nächste Doppelschwanztwister, den ich gern verwende, ist der Twindler von Quantum. Diesen Doppelschwanztwister, den gab es so vor 15 Jahren schon mal und Quantum hat den jetzt auf den deutschen Markt zurückgebracht. Der Doppelschwanztwister ist auch deutlich abgeflacht beim Körper, hat bei den Twisterschwänzen ein relativ dickes Material. Das heißt, der braucht ein bisschen mehr Geschwindigkeit, bis er anfängt zu arbeiten. Immer noch sehr wenig, aber ein bisschen mehr als der Pike Collector. Hat natürlich aber auch den Vorteil, dadurch, dass die Twisterschwänze hier aus dickerem Material sind, macht er natürlich auch mehr Druck. Der Köder hat eine Länge von 20 cm und das ist auch die einzige Größe, die es gibt und ein Gewicht von 56 Gramm. Also an der leichten Spinnrute ist der nicht mehr zu fischen. Ich verwende den Köder sehr, sehr gerne, wenn ich in Gewässern unterwegs bin, an denen ich mal einen großen Hecht erwarten kann, also auf größeren Seen oder so. Dann nehme ich den zum einen gern zum Werfen mit der schweren Spinnrute, aber ich nehme ihn auch sehr, sehr gern zum Schleppen. Kann man dann hier schön den Köder hinterher schleppen und hat einfach einen großen Köder, der eine sehr große Silhouette macht. Und ja, ist ein wunderbarer Köder. Das Einzige, was ich mir hier von dem noch wünschen würde, wäre eine kleinere Version, vielleicht in 13, 14 cm Länge, dass ich den auch mit der leichten Spinnrute in meinen kleinen Flüsschen angenehm angeln kann. Der dritte Köder in meiner Doppelschwanz-Twister-Box ist der Giant Flapper von Spro. Und bei dem Köder ist es so, der ist jetzt nicht mehr ganz so abgeflacht wie die beiden vorhergehenden, sondern hat eine relativ kreisrunde Form, hat aber auch
relativ dünne Twister-Schwänze liegt so genau in der Mitte zwischen dem Pike Collector und dem Twindler und auch die haben einen aufgesetzten Rand. Dadurch kommt er auch sehr, sehr schnell ins Arbeiten. Was an dem Köder auffällig ist, er hat definitiv die weicheste Gummimischung, weshalb ich den zum Beispiel auch ganz gern nehme, jetzt zum Beispiel hier in der kleineren Ausführung, um den an einem Offset-Haken zu angeln. Warum? Weil der sich super gut runterdrücken lässt. Ein vielleicht nicht ganz so bekannter Doppelschwanz-Twister ist der Double Trouble von Mad Cat. Das ist nämlich eigentlich ein Wallerköder. Und was bei diesem Köder auffällt, ist, dass die Twister-Schwänze nach außen gebogen sind. Bei allen anderen Doppelschwanz-Twistern sind die nach innen gebogen. Das hat jetzt für den Lauf zur Folge, dass die nach innen überkreuzen und eine deutlich schmalere Silhouette erzeugen als die anderen Doppelschwanz-Twister. Möglicherweise ist das für Wels ausschlaggebend und gut. Ich nehme den einfach ganz gern, wenn ich im Gewässer bin, an dem sehr viel mit Kunstködern geangelt wird, um einfach mal einen anderen Lauf den Fischen präsentieren zu können. Und das klappt manchmal auch ganz gut. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man diese Doppelschwanz-Twister montieren kann. Und die einfachste Montage ist natürlich einfach am Jigkopf wie jeden anderen Gummifisch auch. Bei den kleineren Modellen funktioniert das ganz gut. Hat man aber mal einen größeren Doppelschwanz-Twister, dann ist so ein einzelner Jig-Haken meistens etwas wenig und man kassiert relativ viele Fehlbisse. Deshalb gibt es da noch ein paar andere Anköderungsvarianten. Was ich sehr gerne verwende, ist ein sogenannter Schraub-Jig-Kopf. Das ist also ein Jig-Kopf, der keinen Haken hat, sondern eine Spirale. Die wird in den Köder eingeschraubt und dann hat man oben und unten eine Öse. Von da aus kann man dann mit seiner Montage weitermachen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben also hier den Schraub-Jig-Kopf drin und hier habe ich dann einfach mit Wirbeln weitergemacht, habe mal hier ein Drilling montiert, einen kleinen Spieß, um den Haken unten im Bauch des Köders zu verankern. Und oben habe ich es im Prinzip genauso gemacht, da habe ich mehrere Wirbel in Reihe geschalten und den Haken oben eingepikst. Man kann das natürlich genauso gut mit dem Stahlverfach machen und der Vorteil ist halt, diese Wirbelketten, die verschleißen quasi nicht, die halten ewig. Das Ganze gibt es natürlich auch noch eine Nummer größer. Da ist es jetzt auch so, vorne ist ein Schraubkopf drin und unten habe ich mit diesen Spießen zwei Drillinge montiert und das ist jetzt quasi mein Schleppköder. Wer eben, als ich die Hechte gefangen habe, ganz genau hingeschaut hat, der hat vielleicht gesehen, dass ich mit einem Magnetsystem geangelt habe. Das ist ein System, das verwende ich extrem gerne, wenn ich in ganz flachen Gewässern angel, die viel Laub und Holz am Grund haben. Da angle ich mit einem aufgesetzten Drilling, der am Körper oben drauf ist und das funktioniert mit dem Magneten. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Da gibt es eine ganz lustige Erfindung und zwar die sogenannten Screw-Stinger-Magneten. Sind also kleine Magneten, die an einer kleinen Schraube angebracht sind. Und die werden in den Köder eingeschraubt. Das habe ich hier schon mal gemacht. Da ist also hier der Magnet eingeschraubt und der Magnet hat jetzt einfach nur die Aufgabe, den Drilling zu halten. Vorteil ist natürlich, dadurch, dass der Magnet den Drilling hält, habe ich alle drei Flunken des Drillings frei und die können im Fischmaul greifen. Nächste Sache, die ganz nett ist, dadurch, dass ich ja den Magneten drin habe, muss ich nicht immer wieder neu eine Hakenspitze in den Gummi einstechen, das heißt, ich zerstöre meinen Gummi nicht. Genereller Vorteil von solchen Systemen, wo Haken und Köder quasi voneinander losgekoppelt sind, ist der, wenn der Hecht hängt, hängt er am Haken und wenn er schüttelt, hängt er immer noch am Haken und der Köder hängt frei. Das wiederum bringt zwei Effekte mit sich. Das erste ist, der Köder wird nicht so stark zerbissen, er hält also länger, aber noch wesentlich wichtiger ist, wenn der Hecht nur am Drilling hängt, hat er kein Gewicht zum Gegenhebeln. Wenn man mit großen Ködern auf Hecht angelt, der Hecht schüttelt wie verrückt, dann
bringt natürlich so ein größerer Köder auch relativ viel Bewegungsenergie auf und macht dem Hecht leichter, sich loszuschütteln. Wenn er nur am Drilling hängt, unabhängig vom Köder, dann kann er sich nicht so leicht losschütteln. Das ist also ein System, das ich sehr gerne verwende und vor allem, wie gesagt, wenn ich in Gewässern angel mit Laub oder Holz am Grund, dann ist das halt ganz nützlich, weil ich einfach weniger Hänger habe und nicht so viel Müll aufsammel und dass das erstklassig fängt und hakt, das habt ihr ja gesehen. Diese Schraubköpfe sind also sehr praktisch, einen kleinen Nachteil haben sie aber, man ist vom Gewicht her festgelegt. Wer es gerne noch etwas flexibler hat, der kann auch eine sogenannte Köderspirale nehmen und die Köderspirale in den Doppelschanztwister einführen. Das habe ich hier mal gemacht und dann kann man von der Spirale aus, von der Öse vorne wieder seine Drillinge platzieren, von hier aus weggehen. Und jetzt hat das Ding erstmal kein Gewicht. Man kann das jetzt einfach ohne Gewicht angeln, wenn man oberflächennah angeln möchte. Aber man kann natürlich vorne in diese Öse ein beliebiges Gewicht einhängen. Zum Beispiel kann man einen Vorschaltbleikopf nehmen und kann sich das Gewicht jetzt hier ganz beliebig anpassen, so wie man es halt haben möchte. Was natürlich selbstverständlich auch geht, ist, dass man hier mit kleinen oder auch größeren Cheburashka-Köpfen arbeitet. Auch die sind austauschbar. Wenn man also mit der Spirale montiert, kann man sich das Gewicht ganz flexibel einstellen. Wenn es richtig ins Holz reingeht oder ins Kraut oder in Seerosenfelder, dann angle ich ganz gerne mit Offset-Haken. Auch da lassen sich die Doppelschwanztwister wunderbar montieren und auch damit angeln. Aufpassen muss man, wie gesagt, dass der Haken groß genug ist und man ausreichend Platz hat, wenn der Fisch den Köder runterdrückt, dass der noch sauber haken kann. Bei den kleineren Doppelschwanztwistern ist das nicht so das große Problem, weil bis zu Größe 5,0 oder so kriegt man die Offset-Haken problemlos. Bei den großen Doppelschwanztwistern wird es langsam schwierig, ausreichend große Offset-Haken zu bekommen. So, auch hier braucht man quasi einen richtig großen Haken und da gibt es nur wenige Modelle auf dem Markt. Für den Twindler von Quantum gibt es einen speziellen Haken, auch von Quantum, das ist ein 11,0er Offset-Haken, gibt es dann mit kleinem Gewicht vorne oder auch ohne und es gibt von Owner richtig große Offset-Haken. Und zwar in 8.0 und 10.0 und das sind schon richtig große Haken. Hier haben wir mal einen und das ist ein 8.0er. Und erst im ersten Moment sagt man, boah, ein riesen Haken. Aber wenn man dann mal nur so einen 15er Pike Collector da hinhält, sieht man, dass der dann doch gar nicht mehr so groß wirkt. Montiert werden die sehr einfach. Man hat hier vorne eine einfache kleine Spirale, die man in die Mitte des Köders einschraubt. Anschließend hält man den Offset-Haken mal nebendran hin, dass man weiß, wo man ungefähr rauskommen muss. Dreht das Ganze um, biegt den zurecht, dass man an der richtigen Stelle ist, sticht dann durch, zieht zurück und zack, schon ist er perfekt montiert. Und wenn jetzt hier der Hecht draufbeißt, ist immer noch genügend Platz, damit der Haken haken kann. Das ist also wichtig. Wir müssen relativ große Haken nehmen, damit auch der Hecht gehakt werden kann. Ganz grundsätzlich bei den Offset-Haken ist es so, dass die jetzt erstmal unbeschwert sind und auch hier kann man natürlich dann wieder zum Beispiel mit dem Cheburashka-Blei arbeiten und sich beliebiges Bleigewicht vorschalten. Das ist also eine sehr flexible Methode. Ich weiß, dass viele Angler Vorbehalte haben und denken, oh, wenn da der Hecht drauf beißt, der bleibt doch da niemals hängen und so. Und es ist schon so, man hat auf Offset-Haken mehr Fehlbisse, aber man muss es mal ganz anders sehen. Ich kann mit dieser Offset-Haken-Montage in Bereichen angeln, mit denen
in denen ich mit so einer Montage mit zwei Drillingen niemals angeln könnte. Ich kann also wirklich Vollgas ins Holz reinfeuern, ich kann mitten ins Kraut reinwerfen und selbst wenn dann nur jeder zweite oder dritte Hecht hängen bleibt, das ist natürlich immer noch mehr, als wenn ich da gar nicht angeln könnte. Also diese Offset-Haken-Montage angle ich sehr, sehr gerne und man kann damit wirklich in schweres Gelände eindringen und da die Hechte rausholen. Ja, wie führt man eigentlich diese Doppelschwanz-Twister? Und das ist denkbar einfach. Ich mache es meistens so, dass ich rausschmeiße, den Köder kurz absinken lasse und dann einfach langsam einkurbel. Schon da entfaltet sich das Spiel dieser Twisterschwänze und es läuft absolut verführerisch. Da muss man eigentlich nichts weiteres machen. Einfach rausschmeißen, wieder reinziehen. Manchmal ist es so, dass man relativ viele Nachläufer bekommt. Das heißt, die Hechte, man sieht die Hechte hinterher schwimmen und sie packen doch nicht zu. Wenn das der Fall ist, dann passe ich meine Köderführung etwas an. Dann mache ich es wie folgt. Ich schmeiße aus, lasse absinken, ziehe ein Stück ran und lasse den Köder einfach kurz stehen. Durch die breite Auflagefläche hier von diesem Pike Collector oder auch vom Twindler sinken die ja nur ganz langsam ab. Das heißt, ich kann sie wunderbar mal 2 Sekunden stehen lassen, ohne gleich auf den Grund aufzusetzen. Und dann ziehe ich sie schnell weg. Und dann habe ich quasi 2 Reizpunkte. Der erste ist das Stehen lassen. Das kann beim Hecht den Reflex zum Biss ausüben oder dieses schnelle wieder wegziehen. So kann man das anpassen und an manchen Tagen hilft es, wenn man viele Nachläufer hat. Aber grundsätzlich mache ich es fast immer so, rausschmeißen und einfach monoton einleiern. Die ganz kleinen Doppelschwanztwister, die kann man natürlich auch faulenzen oder chicken und über den Grund hüpfen lassen. Das funktioniert auch. Bei den großen ist das nach meiner Erfahrung nicht so effektiv. Jetzt habe ich euch mal einen kleinen Einblick gegeben, wie man diese Doppelschwanztwister anködern kann, wie variantenreich man damit angeln kann und ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus. Es ist wirklich ein Hechtköder, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin und da es Gummiköder sind, sind sie auch nicht teuer. Ich wünsche euch viel Petri Heil, viel Spaß beim Ausprobieren und dicke Hechte.